So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, will ich mich noch einmal kurz mit dem Loch hier beschäftigen. Ja, ich habe zwar gesagt, ich mach's offscreen oder in einer Special-Aufnahmesession und schneide das Ganze dann zusammen, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Also versuchen wir das Ganze einfach mal so nochmal. Die ersten 5 Minuten. Oh, Blutflecken. Dong, wir sind unten. Wir sind hier unten. Wir sind hier unten. Und wir sind hier unten. So. Gut. Wie geht das am besten? So nicht. Ja, komm ruhig her, du. Kannst sterben. Und wir porten uns wieder zurück. Ja, das Problem ist, der Sprung ist echt haarig. Oh, das ist der Vorführeffekt, weil ich gerade aufnehme. Übrigens finde ich diese tollen Balken hier nett, die mit den Seilen zusammengeknotet sind. Die brechen nämlich zusammen, wenn man drauf landet. Habe ich irgendwann mal schmerzlich feststellen müssen und bin in die Grube gefallen. Was für ein Spaß, ey. Dark Souls zeigt einem immer wieder neue Wege zu sterben. Wobei der Hauptgrund in Dark Souls zu sterben ja Vertrauen ist. Man vertraut dem Spiel in irgendeiner Art und Weise, dass es mal nicht arschig ist, sondern ein bisschen netter. Und dann fällt man irgendwo in den Tod. Oder wird weggebombt. Oder ein riesiger Drache kommt und one-hittet ein. So, das war Versuch Nummer 2. Ah ja, dafür liebt man Dark Souls eben. Dass das Spiel zwar vom Balancing-mäßigen fair ist, aber es einem immer mal wieder Steine in den Weg wirft. So nach dem Motto, Juhu, Erfolgserlebnis, zack, nope. Aber so lernt man und macht es besser. Was halt schade ist, dadurch wird das Spiel bei mehrmaligen Durchspielen immer einfacher. Vor allem, wenn man wie ich irgendwann so einen Standardpfad in Dark Souls 1 etabliert hat. Da muss man sich wirklich selber noch so eigene Herausforderungen einbauen, wie ohne Schild oder. Es gibt ja einen, der hat es ohne Leveln und ohne Waffe durch Dark Souls 1, 2 und 3 geschafft. Und es gab sogar jemanden, der hat Dark Souls 3 ohne Rollen geschafft. Ohne Blocken und Rollen. Nein, das war auch nichts. Das war Versuch Nummer 3. Ich glaube, es war sogar ohne Blocken, Rollen und Heil-Items. Und da gibt es ja natürlich die Speedrunner, die jeden Dark Souls-Teil in unter einer Stunde knacken. Was ja auch ziemlich gut möglich ist, indem man einfach durch gewisse Gebiete durchrusht und gewisse Abkürzungen benutzt. Zum Beispiel hier hätte ich mich mit dem ganzen Zeug nicht rumärgern müssen. Ich hätte einfach überall zum Boss rennen können,
Die optionalen Bosse ignorieren. Und wäre auch so irgendwie ans Ziel gekommen. Aber das ist nicht gerade der Sinn von einem Let's Story. Uah, fast. So, das war Versuch Nummer 4. Ein Versuch noch. Ich hab's jetzt langsam wieder raus, glaube ich. Aber ich freue mich nachher vor allem drauf, wenn ich euch da an Dark Souls 3 Let's Story Let's Playen kann. Weil das hat dann doch wieder mehr Tiefe als Teil 2, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, gut, wir haben in Teil 2 ein bisschen Story-Fetzen so gekriegt. Auch darüber, dass Lordran schon lange untergegangen sein muss, dass man sich nicht mal mehr an Gwyns Namen erinnert. Und all das. Und dass immer noch Glocken eine große Rolle spielen. Wobei in diesem Teil nicht wirklich. Da sind die Glocken ja, also der Glockenhüter Eid und die beiden Glocken ja eher Nebensache. Wenn man sich nicht auskennt, sind sie nicht mal richtig zu entdecken. Oh, nein, das war wieder nichts. Gut, das waren meine 5 Versuche. Das heißt, ich gehe jetzt weitermachen, wo wir hin müssen. Dazu wechsle ich wieder meinen Ring. Und werfe mir mal ein Menschenbild ein. So. Jetzt geht's nämlich wieder zurück zum Anfang in den Wald der gefallenen Riesen. Nämlich an den Kardinalsturm. Erstmal. Denn jetzt geht es mit dem Aschennebel in Erinnerungen. Hier raus geht auch. Oh. Ist sogar schneller der Weg, als wenn ich oben rum gehe über die Abkürzung. Das hier kann ich nämlich alles ignorieren. Nur ihn hier nicht. Genau, weil ich möchte nämlich hier hin. So, ich kann den Gegenstand aufnehmen. Ein Höhlensoldatenhelm. Den hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber jetzt kann ich hier in die Erinnerungen eintauchen. Der gefallenen Riesen. Und ja, in den Riesenerinnerungen wird es jetzt ein bisschen hektisch. Ich will hier raus. Weit nicht zu lange in der Erinnerung. Genau. Denn diese Erinnerungen sind im Gegensatz zu den anderen beiden Erinnerungen, wie man schon merkt, ein ganz anderer Schnack. Nicht aufgeben, arme Seele. Ja, hier liegen nämlich überall Tote herum. Nur unter den Toten ist noch ein Lebendiger. What are you doing here? You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness, this is no place for you. Mm-hmm. I am Drummond, and the Lord has placed this fort in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Ja, das ist General Drummond. And no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist.
Soon the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. The giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it, and I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Wir können eine Geste von ihm lernen. Hurra. Be gone with you. Be gone. So, das war alles, was uns Drummond erzählen kann. Also der letzte General der Festung. Und der letzte große General von Dwangleic. Wir können erstmal hier die Truhe plündern. Oh, 5 glatte seidige Steine. Jo. Und wir scheinen uns mitten im Krieg gegen die Riesen zu befinden. Hier ist sogar alles kaputt und eingestürzt. Juhu. Jetzt wird's richtig lustig. Nein, noch nicht ganz. Genau. Hallo, Großer. Au. Und ja, wir waren schon zu lange in der Erinnerung. Wir haben zu lange mit Drummond geredet. Drummond. Und ja, diesen Angriff können wir nicht blocken. Stimmt, da war was. Ich möchte dich backstabben. Warum erlaubst du mir nicht, dich zu backstabben? Genau. So, jetzt fliegen wir wieder raus. Wir dürfen nochmal die beiden töten. Und wieder rein. Wie ich sagte, hier drin wird es jetzt etwas hektisch. Vor allem, weil ich den Riesen jetzt gleich nochmal töten darf. Drum uns wird uns nichts Neues sagen. Genau, jetzt steht er nämlich vor der Haustür. Und das ist nicht das Idealste. Oh, genau hier Ausweichrolle. Und weg mit dir. So. Hier hinten war noch eine Leiche versteckt. Also ja, das sind jetzt alles Menschen, denen wir hier begegnen werden. Das sind keine Untoten mehr. Wow. Das war die große Keule.